Ich will mich auf ihrem Körper verewigen. Mein Name muss da irgendwie. Du kannst doch nicht deinen Namen auf meinen Arm tätowieren. Hi Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir nach gefühlt 100... Eine Million Jahren. Okay, anyways, es kommen jetzt wieder mehr Videos hier, also abonniert auf jeden Fall den Kanal. Heute haben wir was richtig Krasses vor. Wir pranken meine Freundin, die ist gerade zu Besuch aus München. Erzähl mal, was wir vorhaben. Wir sagen, dass Theresa heute 2 Tattoos bekommt und ich eins davon entscheiden darf. Und ich werde dann zum Tätowierer heimlich sagen, dass er ihr meinen Namen tätowieren soll. Natürlich nur mit wenig Farbe, aber Schmitzi wird wahrscheinlich völlig ausrasten. Das wird wild. Und dann kriegt Schmitzi auch noch ein Tattoo, weil sie sich so dringend eins gewünscht hat. Aber jetzt mal ganz kurz. Da steht dann wirklich Rick auf meinem Körper, oder wie? Für immer und ewig. Okay, Leute, ich muss jetzt aber erstmal nochmal ins Nagelstudio und du passt währenddessen auf Schmitzi auf. Mach ich. Ich gehe jetzt erstmal zu Schmitzi und erkläre ihr den Plan, mal schauen, wie sie reagiert. So, Schmitzi, weißt du, was der Plan jetzt ist? Nee. Theresa geht ins Nagelstudio und danach gehen wir zum Tätowierer und Theresa bekommt 2 Tattoos. Und ich darf davon eins entscheiden. Was? Ich darf entscheiden, was sie auf ihren Körper bekommt. Neu. Ja, und es wird wild. Ich nehme dich dann mit. Es wird nice. Sei gespannt. Mach dich fertig. Was auch immer. Okay, ich bin jetzt auf dem Weg ins Nagelstudio und ich bin schon so gespannt, weil wir werden die Schmitzi jetzt gleich anrufen und dann erzähle ich ihr, dass der Tätowierer leider keinen Termin mehr für sie frei hatte und deswegen kriegt sie heute kein Tattoo mehr, was natürlich eine totale Lüge ist. Seid gespannt. Ich bin es. So Leute, Theresa hat mich gerade nochmal angerufen und sie meint, ich soll Schmitzi nochmal fragen, was sie für ein Tattoo haben will, damit ich sie nochmal richtig aufhype und danach wird Theresa anrufen und ihr sagen, dass sie keins bekommt heute und am Ende kriegt sie natürlich doch eins. Aber Mann, Alter, bin schon gespannt, die ist sicher richtig happy. Falls du heute ein Tattoo machst, welches willst du machen? Das wird so, falls es funktioniert, ja, wird das so eine Linie hier über meinen Oberarm und da wird Self-Love drin stehen. Weil das Wichtigste ist überhaupt. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Ich mache mir auf gar keinen Fall eins. Ich bin jetzt zurück vom Nagelstudio und es war wundervoll. Schaut, wie süß sie sind. Es sind SpongeBob-Nägel. Ist ein Vibe. Okay, ich werde jetzt gleich die Schmitz anrufen und ihr sagen, dass der Tätowierer heute leider keine Zeit mehr für sie hat. Das wird sie ein bisschen enttäuschen. Aber das ist nicht schlimm, weil wir überraschen sie ja dann eben mit dem Gegenteil. Hallo? Hallo? Yes, ich bin ready. Ich bin endlich fertig. Perfekt. Und sie sind so schön geworden. Perfekt. Ja, es sieht ein bisschen aus wie SpongeBob, wie Bikini Bottom. Echt? Ja, so cute. Du, ich habe mit dem Tätowierer vorhin nochmal geschrieben gehabt und er meinte, dass er halt Leute heute nicht mehr so viel Zeit hat. Ach so, okay. Ja, I'm sorry. Alles gut, da kannst du doch gar nichts für, Hase. Okay. Ich wollte es dir nur sagen, dass du dich nicht irgendwie darauf freust, weißt du? Aber nächstes Mal dann safe. Eben. Oder ich quatsch halt mit ihm, ob ich morgen vorbeikommen kann oder sowas. Ja, vielleicht hat er ja dann spontan was. Ja. Okay. Bis gleich. Bye, bye. Bye. Hör auf, so nett zu sein, wenn du dir das Video anschaust. Du bist viel zu nett. Du hättest jetzt sagen müssen, oh nein, ich habe mich schon so gefreut. Kannst du nicht dein Tattoo absagen und ich lass mir dafür einstechen? Okay, wir fahren jetzt erstmal nach Hause, sammeln die anderen ein und dann geht's los zum Tätowierer. Ich bin so excited. So Leute, wir sind jetzt schon im Tattoo-Studio. Jetzt wird es nämlich erst richtig spaßig. Leute, ich bin ganz ehrlich, wenn ich das hier sehe, will ich am liebsten einfach nur noch nach Hause. Man hat es auf der Haut und dann für immer. Wer macht sowas? Ich mache sowas. Und sie macht sowas. Auch gerne manchmal. Okay, Leute, wir sind jetzt heute bei Kwong. Er wird mich tätowieren. Plot Twist, Rick sucht eins meiner Tattoos aus. Ich freue mich schon. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat oder was es wird, aber Schmitzi und ich gehen jetzt raus und er bespricht sich mit ihm und... Wir sprechen uns ein bisschen und wir finden schon was Nices raus, oder? Ja klar. So, wie sieht der Plan aus? Also, ich will mich auf ihrem Körper verewigen. Heißt, mein Name muss da irgendwie drin. Mega. Aber Theresa weiß natürlich Bescheid und wir verarschen hier gerade ihre Freundin, die noch nichts weiß. Deswegen sind die jetzt auch gerade eben noch einmal raus. Und es wäre super, wenn wir es irgendwie schaffen könnten, dass wir quasi ihren Namen drauf tätowieren und ihn dann überstechen. So, dass man es hoffentlich danach nicht mehr sieht. Also ich fände es lustig, wenn man es sehen würde, aber ich glaube, sie bringt mich um. Denkst du es möglich? Na klar, auf jeden Fall. Also so 90%. 90% reicht uns. Das machen wir auf jeden Fall. Also ich würde sagen, wir haben ja jetzt heute 3 Tattoos, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Ich würde sagen, wir machen erst das erste, was Theresa sich ausgesucht hat. Okay. Dann kommt quasi die Überraschung an die Schmitzi, dass sie sowieso ein Tattoo bekommt, weil das wusste sie ja nicht. Ja. Heißt, es ja die erste Überraschung. Die zweite Überraschung wäre dann quasi den Namen, den wir drauf tätowieren. Heißt, die beiden wissen nicht Bescheid, was passiert beim zweiten Tattoo quasi. Die kriegt ihren Namen, dann nehmen wir die Reaktion mit auf und dann überstechen wir es.
Alles klar. Das wird auf jeden Fall wild, Leute. Ich bin gespannt. So. Also wir haben hier zwei Schmetterlinge zur Wahl. Und das Herz müsste sich, Theresa könnte sich auch schon die Größe des Herzens. Ja, ja, das kann sie, ja, das ist ja auch ihre eigene Entscheidung. Ich würde einfach sagen, dass wenn wir es hier zeigen, dass wir quasi so hochschieben, dass man den Schmetterling noch nicht sieht. Achso, ich kann den Schmetterling auch rauslassen. Oder sowas. Ja, oder genau. Sowas. Und den Namen? Also sie hatte zu mir gesagt, ich soll das Kleinste aussuchen. Also guck mal, so sieht der. Das ist so nice, Leute. So Leute, ich hole die Mädchen jetzt wieder rein und dann kannst du auch schon losgehen. Ich bin gespannt. Also Theresa überlegt sich jetzt, wo die Überraschungsstelle ist, wo das Überraschungstattoo hinkommt, das ich mir sehr gut überlegt habe. Also denkt auch sehr gut nach. Ich vertraue darauf, dass du nicht den kompletten Humbug gemacht hast, deswegen hätte ich jetzt eher ihr gesagt. So, dass man es immer schön offensichtlich sieht. Ja. Ja, finde ich auch eine gute Idee. Schnitzi, was sagst du dazu? Ja. Ja. Heißt du vertraust mir? Ja! Vertrauensprobleme, das kriege ich nicht. Ich auch, danach bestimmt. Rick, nicht schlafen. Es geht jetzt erst los. Weiß. Kriegst du heute ein Tattoo? Ich hab schon drei. Ah. Suik! Schmitz, yes, tell us. Würdest du so etwas Verrücktes machen? Mit einem Tattoo stechen, also aussuchen lassen. Ja. Also mit dem Stechen, das kommt auch noch irgendwann. Ich denke also nicht. No. Von dir. Echt? Das ist jetzt wirklich fies. Ich bin die Vertrauenswürdige von uns zwei. Sehen wir ja noch. Warte ab, was ich mir ausgesucht habe. Freust du dich? Ich weiß es nicht. Kommt ganz drauf an. Das wird unsere Freundschaft stärken, dieses Tattoo. Denkst du, ich könnte das auch? Ja. Weißt du? Du kannst ja an ihr üben. Ich hab schon so eins. Sie hat einen Tattoo-Fail. Hast du dir selber gestochen, oder? Nee, eine Freundin. Eine Freundin, zeig mal. Zeig mal. Aber nur kannst du dem Tattoo, das ist eine lange Geschichte. Ich war 16 und ja. Keiner will jetzt wissen. Das wird gelasert. Das war mein Tattoo, oder was? Ja. Leute, und aus diesem Grund sage ich euch, macht euch keine überschnellen Tattoos, sondern denkt darüber nach und macht das nur mit Spezialisten. So, ganz einfach. Der Kollege weiß, wie es funktioniert. Glück für dich. Und ich bin derjenige, der die Tattoos richtig gut auswählt, also frag gerne mich. Hast du gefilmt, als du es ausgewählt hast? Heißt, die wissen schon? Ja. Oh, sheesh. Ich hab keine Ahnung. Wir würden mir nichts erzählen. Normalerweise ist es immer so schmerzempfindlich, aber jetzt machst du plötzlich so ein Boss-Lady. Cool sein vor ihm, weißt du? Das merkt er ja, dass ich Angst hab. Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Er war noch nie dabei, als sich jemand tätowieren hat lassen. Also könnte sein, dass es hinter dir dann knallt und er einfach ohnmächtig wird. Also Leute, ich bin ein Mann. So, fertig. Ganz tapfer warst du, Theresa, ganz tapfer. Krieg ich ein Bonbon? Nein. Okay. Theresa, was passiert jetzt? Jetzt, meine Liebe, haben wir eine kleine Überraschung geplant. Und zwar kannst du dir jetzt dein Tattoo stechen. Und zwar mit meinem Motiv. Nein. Nein, nein. Wir haben ihm die ganze Zeit erzählt, dass er keine Zeit für sie hat. Oh. Ich habe dich extra nochmal gefragt, Freunde, damit du dich noch schlechter fühlst, wenn sie ihn absagt. Ich habe mich noch gar nicht schlecht gemacht. So Leute, es gibt jetzt noch ein Tattoo für sie. Let's go! Oh, okay. Sie ist jetzt überfordert. Sie will doch keins. Ah, okay, erstmal danke. Ich bin gerade echt kurz ein bisschen überfordert. Ich würde gerne an meinen Arm so eine Art Ring haben. Also so eine Schriftart auf und dann Self-Love. Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Ich denke schon, ja. Jetzt kannst du erstmal akklimatisieren, setz dich doch mal hin, komm mal ein bisschen runter. Die ist ja ganz aufgelöst. So Leute, jetzt ist Schmittel dran. Sie kriegt auch ein Tattoo. Zeig uns mal, was du dir da stechen lässt, Leute. Self-Love. Hast du Self-Love? Yes, sir. Das ist das Wichtigste, was man haben kann. Leute, Self-Love ist wichtig. Don't forget it. Schmitz liegt schon bereit. Also, wenn du willst, mach ich das jetzt. Natürlich, ja, klar. Jetzt wird's ernst. So, Freunde, das sind jetzt die letzten Stiche. Dann bist du fertig. Yes. Bist du happy für sie? Man sollte sich so eine Entscheidung sehr gut überlegen. Halt doch die Klappe, Alter. Ja, cool. Ich muss zum Spiegel. Yeah. Ah, ich lieb's. Oh mein Gott, vielen Dank. Oh mein Gott, das ist so schön. Okay Leute, wir kommen zum letzten Tattoo für heute und zwar das Special Tattoo. Ich habe hier zwei Masken, die zieht ihr euch über die Augen und ihr seht erst am Ende das Ergebnis, alles klar? Vielleicht kann Theresa es ja erspüren. Ich will es nicht. Wie gesagt, wir werden nach diesem Tattoo einen Bund fürs Leben haben. Was soll das heißen? Es ist so ein Freundschaftsding. Okay, Theresa, setz dich hin. Setz mich hin, damit wir uns
habe auch keine Ahnung, was das wird. Also mir hat das nicht mehr gesagt. Ich hab vorher schon versucht. Wir haben beide gesagt, wir übernehmen die Verantwortung dafür. Was? Moment mal. Ja, ich habe es gesagt. Ja, ja, okay. Alles klar. Okay. Ah, es geht los. Schmitz, ja. Du schaust es vor mir an. Okay. Und dann entscheide ich, ob du es sehen willst. Ja. Okay. Also Leute, wir nähern uns dem Ende und es sieht verdammt nice aus, muss ich ehrlich sagen. Also das ist so ein Tattoo, das ich mir auch stechen würde, wenn ich ehrlich bin. Wieso lacht er so? Wenn der Tätowierer lacht, dann glaube ich, ist es gar kein gutes Zeichen. So, fertig. Let's go. Schmitzi, du darfst es zuerst sehen. Erste First Reaction. Ist es so schlimm? Jetzt kommt drauf! Oh! Bist du komplett krank? Ja. Leute, ich glaube, vielleicht habe ich es ein bisschen zu weit getrieben, ich weiß nicht. Junge! Ja. Was geht in deinem Kopf ab? Bist du krank? Du kannst doch nicht deinen Namen auf meinen Arm tätowieren. Ja, ist doch okay. Ich war umgeschlafen. Es ist wirklich da drauf. Seriously. Jetzt hör auf. Nein, nein, wirklich. Also, no joke. Es ist wirklich drauf. Es ist wirklich tätowiert. Du siehst es doch. Ist es nicht? Natürlich. Nein, doch. Tu mal nochmal drüber wischen oder so. Sie hat das für YouTube-Video gemacht, Schmitzi. Hier wird alles für Content gemacht. Du musst dich außerordentlich vorrecht, meine Lieben. Der einzige Gedanke, den sie sich macht, ist, dass nicht ihr Name da steht. Ja? Wir müssen Sanja anrufen und planken. Bist du eifersüchtig auf mich? Okay, wir rufen jetzt Sanja an. Hey, was geht ab? Ich bin beim Tätowierer. Willst du sehen, was es geworden ist? Ja. Warte. Verarsch mich. Das ist nicht dein Ernst. Ja. Nein, Spaß, wir lassen es jetzt gleich überstechen. Also das weiß ich mit sie auch noch nicht. Achso, ja, wir lassen es jetzt gleich überstechen. Leute, es kommt jetzt das Überstechen. Mal schauen, ob es klappt. Ich hoffe ja, dass es nicht klappt, weil dann hätte ich meine Mission heute erfolgreich beendet. Theresa, zeig mir ein letztes Mal. Also ich find's fresh. An dieser Stelle geht noch ein dickes Shoutout raus an Nawa Studio in Berlin. Mega cool, dass ihr mit am Start wart bei der Aktion. Also ich kann es wirklich nur jedem weiterempfehlen, falls ihr aus Berlin seid oder mal nach Berlin kommt und ihr euch tätowieren lassen wollt, dann geht auf jeden Fall dorthin. So Leute, wir werden das Ganze jetzt überstechen. Ich bin froh, wenn ich Rick wieder los bin von meinem Arm, weil das ist nicht das, was ich will. Let's go. So Leute, wir haben das Ganze jetzt überstochen. Ich habe das Gefühl, wenn man ganz genau hinsieht, sieht man es noch ein bisschen. Anyways, like das Video, lass ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.